Die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler begann als Adolf Hitlers persönliche Leibwache, welche für die Bewaffnung der Person des Führers, seiner Wohnungen und Büros verantwortlich war. Ursprünglich hatte die Leibstandarte SS Adolf Hitler die Größe eines Regiments, doch während des Zweiten Weltkrieges wuchs diese schließlich zu einer Einheit in der Größe einer Elite-Division heran. Die SS-Division Leibstandarte nahm während des Überfalls auf Polen an Kämpfen teil und wurde vor der Operation Barbarossa im Jahre 1941 mit den anderen SS-Verfügungstruppen und den Kampfeinheiten der SS-Totenkopfverbände in die Waffen-SS eingegliedert. Bis Mitte des Jahres 1942 wurde sie von einem Regiment zu einer Panzergrenadierdivision aufgestockt und erhielt die Bezeichnung SS-Panzergrenadierdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler. Ihre endgültige Form als Panzerdivision erhielt sie im Oktober des Jahres 1943. Die Mitglieder der SS-Division Leibstandarte verübten zahlreiche Gräueltaten und Kriegsverbrechen, darunter das Massaker von Malmedy. Die Soldaten der Leibstandarte töteten im Zweiten Weltkrieg viele Menschen, Zivilisten und Kriegsgefangene, und das hauptsächlich an der Ostfront. In diesem Video erzähle ich euch die Geschichte über die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler. Los geht's! In den frühen Tagen der NSDAP erkannte die Führung der Nationalsozialisten, dass eine aus zuverlässigen Männern bestehende Leibwache benötigt wurde. Im Mai des Jahres 1923 wurde eine Einheit in Stoßtrupp Hitler umbenannt. Diese Einheit zählte damals nicht mehr als 20 Mitglieder. Am 9. November des Jahres 1923 nahm dieser Stoßtrupp zusammen mit der SA und mehreren anderen paramilitärischen Einheiten der Nationalsozialisten am fehlgeschlagenen Putsch in München teil. In der Folge wurde Hitler inhaftiert und seine Partei sowie alle zugehörigen Formationen, einschließlich diesen ersten Stoßtrupps, aufgelöst. Mitte der 1920er Jahre blieb Gewalt ein großer Teil in der bayerischen Politik. In dieser Zeit war Hitler ein potenzielles Ziel für andere Parteien. Im Jahre 1925 befahl Hitler die Bildung einer neuen Leibwache, und zwar des sogenannten Schutzkommandos. Diese Einheit wurde in die Sturmstaffel umbenannt und im November des Jahres 1925 in Schutzstaffel, abgekürzt SS, wieder umbenannt. Bis Mitte 1933 war die SS von einer kleinen Leibwache zu einer Formation von über 50.000 Mann herangewachsen. Es wurde beschlossen, eine neue Leibwache, ebenfalls Staatswache genannt, zu bilden, die sich hauptsächlich aus Männern der 1. SS-Standarte zusammensetzte. Im Jahre 1933 wurde diese Einheit dem Kommando von Sepp Dietrich unterstellt, welcher am 17. Mai des Jahres 1933 117 Mann zur Bildung der SS-Stabswache Berlin auswählte. Diese Einheit löste die Heereswache in der Reichskanzlei ab. Im November des Jahres 1933, zum 10. Jahrestag des Putsches in München, nahm das Sonnenkommando an der Kundgebung und Gedenkfeier für die beim Putsch getöteten NSDAP-Mitglieder teil. Während dieser Zeremonie schworen die Mitglieder des Sonnenkommandos Hitler persönlich die Treue. Am Ende erhielt die Einheit den neuen Titel Leibstandarte Adolf Hitler. Am 6. Juni des Jahres 1935 nahm die Leibstandarte SS Adolf Hitler offiziell eine feldgraue Uniform an, um sich besser in der Armee zu identifizieren, welche eine ähnliche Uniform hatte. Das Regiment Leibstandarte war in mehrere Kämpfe gegen polnische Kavalleriebrigaden verwickelt, welche versucht haben, die Flanken des deutschen Vormarsches anzugreifen. In Pabianice, einer Stadt in der Nähe der polnischen Stadt Totz, kämpfte die Leibstandarte SS Adolf Hitler im Nahkampf gegen Einheiten der 28. Polnischen Infanteriedivision
und einigen Brigaden polnischer Kavallerie. Während der gesamten Kampagne in Polen war die Leibstandarte der SS Adolf Hitler dafür berüchtigt, Dörfer niederzubrennen. Darüber hinaus haben Mitglieder der Leibstandarte in zahlreichen polnischen Städten schreckliche Kriegsverbrechen begangen, darunter die Ermordung von 50 Juden in der Stadt Blonie und das Massaker an 200 Zivilisten, darunter Kindern, in der Stadt Tlotzew, welche mit Maschinengewehren erschossen wurden. Der Mord an Zivilisten fand auch in den Städten Bolesławiec, Tornicic, Goworowo, Mlawa und Wrocławek statt. Trotz des schnellen militärischen Sieges über Polen hatte die reguläre Wehrmacht den Ruhm der Schlacht für sich geerntet, gegenüber der eher bescheidenen Leistung der Leibstandarte. Anfang des Jahres 1940 wurde die Leibstandarte SS Adolf Hitler in ein vollständiges, unabhängiges und motorisiertes Infanterieregiment ausgebaut und diesem Regiment wurde eine Sturmgeschützabteilung mit 9 Stück 3 hinzugefügt. Das Regiment wurde für den Start von Fall Gelb an die niederländische Grenze verlegt. Eine wichtige Aufgabe der Leibstandarte war es, eine Brücke über den Fluss Ilsel zu erobern und die Hauptverteidigungslinie am Gräbeberg anzugreifen und sich mit den Fallschirmjägern von Generaloberst Kurt Student zusammenzuschließen und die Positionen zu befestigen. Nach einem britischen Gegenangriff auf Arras wurden die Leibstandarte SS Adolf Hitler zusammen mit den SS-Verfügungsdivisionen verlegt, um die Stadt Dünkirchen zu halten und die Größe des Bereichs zu reduzieren, in dem das eingekreiste britische Expeditionskorps und die französischen Streitkräfte sich aufhielten. Weiter befahl das Oberkommando der Wehrmacht, den weiteren Vormarsch auf Dünkirchen zu stoppen, wobei das britische Expeditionskorps somit gefangen war. Am 26. Mai des Jahres 1940 wurde der deutsche Vormarsch wieder aufgenommen. Bis zum 28. Mai hatte die Leibstandarte SS Adolf Hitler das Dorf Womot, welches etwa nur 16 Kilometer von Dünkirchen entfernt war, eingenommen. Nach ihrer Kapitulation wurden britische Soldaten des 2. Bataillons des Royal Warwickshire Regiments zusammen mit einigen anderen Einheiten einschließlich französischer Soldaten in eine Scheune in La Pine-au-Bois in der Nähe des Dorfs Womot gebracht. Dort verübten Soldaten des 2. Leibstandarte SS Adolf Hitler Bataillons unter dem Kommando des SS-Hauptsturmführers Wilhelm Moncke das Massaker von Womot, bei dem 80 britische und französische Kriegsgefangene getötet wurden. Es ist unbestreitbar, dass dieses Massaker stattgefunden hat, wobei Moncke's Beteiligung unmöglich zu wissen ist. Nach dem Krieg wurde er nie offiziell angeklagt und vor Gericht gestellt. Nach den herausragenden Leistungen der Leibstandarte SS Adolf Hitler während des Unternehmens Marita vom 6. April 1941 bis zum 30. April 1941 in Griechenland ordnete Himmler an, dass die Leibstandarte zu einem Divisionsstatus aufgewertet werden sollte. Das Regiment, welches bereits die Größe einer verstärkten Brigade hatte, sollte motorisierten Transport erhalten und in SS-Division motorisierte Leibstandarte SS Adolf Hitler umbenannt werden. Die Leibstandarte wurde Mitte Mai des Jahres 1941 zur Reorganisation in die Tschechoslowakei verlegt, wo es befohlen wurde, sich in Polen für die Operation Barbarossa als Teil der Heeresgruppe Süd von Gerd von Rundstedt zu sammeln und vorzubereiten und auf weitere Befehle zu warten. Doch es gab nicht genügend Zeit, um die gesamte Ausrüstung liefern zu lassen, und sie vor dem Beginn der Invasion in der Sowjetunion in volle Divisionsstärke umzurüsten. Bevor es im August des Jahres 1941 als Teil des 48. Panzerkorps wurde. Während dieser Zeit war die Leibstandarte SS Adolf Hitler in der Schlacht von Uman und der anschließenden Einnahme von Kiew beteiligt. Laut einem Nachkriegsbericht des Waffen-SS-Journalisten Erich Kern ermordete die Leibstandarte am 18. August 1941 4000 sowjetische Kriegsgefangene als Vergeltung, nachdem sie die verstümmelten Leichen von 6 toten Divisionsmitgliedern gefunden hatten, welche in Novodanzig nördlich von Cherson hingerichtet worden waren. Anfang September des Jahres 1941 wurde die Leibstandarte während des weiteren Vormarsches nach Osten
nach dem Fall Kiews als Teil der 11. Armee unter Eugen Ritter von Schobert zum 54. Armeekorps verlegt. Um den Zusammenbruch der Verteidigung der Roten Armee am Dnieper bestmöglich ausnutzen zu können, wurde das Aufklärungsbataillon der Leibstandarte SS Adolf Hitler beauftragt, schnell vorzurücken, um den strategisch wichtigen Engpass der Perekop-Landenge zu erobern. Im Oktober des Jahres 1941 wurde die Leibstandarte SS Adolf Hitler zurück nach Norden verlegt, um die Achsenlinie gegen neue sowjetische Angriffe gegen die 3. rumänische Armee zu festigen und nahm darauf später an den schweren Kämpfen in der Stadt Rostov am Don teil, welches Ende November des Jahres 1941 erobert wurde. Dort nahm die Leibstandarte SS Adolf Hitler über 10.000 sowjetische Gefangene auf, welche unter grausamsten Bedingungen gehalten worden waren. Ende des Jahres 1941 geriet der deutsche Vormarsch jedoch in Stocken, als der sowjetische Widerstand immer stärker wurde. Unter dem Druck schwerer sowjetischer Gegenangriffe während des Winters 1941-42 zog sich die Leibstandarte SS Adolf Hitler und die Heeresgruppe Süd von Rostov zu den Verteidigungslinien am Fluss Mios zurück. Nachdem sich die Frühlingsrasputiza, der saisonbedingte Schlamm, aufgelöst hatte, schloss sich die Division Fall Blau an und nahm an den Kämpfen zur Rückeroberung von Rostov am Don teil, welches Ende Juli des Jahres 1942 vom Dritten Reich erobert wurde. Die Leibstandarte SS Adolf Hitler war aufgrund der blutigen Kämpfe in der Ostfront stark unterbesetzt und sozusagen komplett ausgeblutet und wurde aus diesen Gründen in die Normandie Frankreich verlegt, um sich dem neu gebildeten SS-Panzerkorps anzuschließen und als Panzergrenadierdivision reformiert zu werden. Durch den Zusammenbruch der Front um Stalingrad und die Einkesselung der 6. Armee wurde die Heeresgruppe Don des Feldmarschalls Erich von Manstein bedroht. Manstein bat um Verstärkung, um den sowjetischen Angriff in der Nähe von Charkow zu stoppen. Das SS-Panzerkorps der Leibstandarte wurde nach Osten befohlen, erhielt dabei neue Tiger I-Panzer und musste sich Manstein's Streitkräften anschließen. Als es Ende Januar des Jahres 1943 an die Front kam, kämpfte es als Teil von Hausers SS-Panzerkorps in und um Charkow. Im März des Jahres 1943 nahm die Division an der Rückeroberung von Charkow teil. Die Stadt wurde am 17. März eingenommen. Während des Aufenthalts in Charkow beteiligten sich die Truppen der Leibstandarte SS Adolf Hitler an der Ermordung verwundeter sowjetischer Soldaten, die sich im Militärkrankenhaus der Stadt befanden, wobei bei diesen Verbrechen um die 1000 sowjetische Soldaten getötet wurden. Außerdem wurden gefangene sowjetische Offiziere und Kommissare routinemäßig hingerichtet. Weiter wurde die Division zurückgezogen, um sich auszuruhen und umzurüsten. Gleichzeitig wurden aus Angehörigen der Hitlerjugend eine neue SS-Division gebildet und die Leibstandarte SS Adolf Hitler würde alle Regiments, Bataillons und die meisten Kompanieführer für diese neue Division stellen. Die neue Division war die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Während der Kämpfe um Charkow erhielt eine Einheit unter dem Kommando von Joachim Peiper den Spitznamen Lötlampenbataillon, nachdem die Bewohner zweier sowjetischer Dörfer erschossen, erstochen und ihre Häuser niedergebrannt wurden. Ukrainische Quellen, darunter der überlebende Zeuge Ivan Kiselev, der zum Zeitpunkt des Massakers 14 Jahre alt war, beschrieben die Morde in den Dörfern Jefremovka und Semenovka am 14. Februar des Jahres 1943. Am 12. Februar des Jahres 1943 besetzten Truppen der Leibstandarte SS Adolf Hitler diese beiden Dörfer, in denen der Rückzug der sowjetischen Streitkräfte zwei SS-Offiziere verwundet hatte. Als Vergeltung töteten die Soldaten der Leibstandarte SS Adolf Hitler fünf Tage später 872 Männer, Frauen und Kinder. Um die 240 von ihnen wurden in der Kirche des Dorfes Jefremovka lebendig verbrannt. Der Ruf des Lötlampenbataillons wurde wieder im August des Jahres 1944 bestätigt, als Sturmbannführer Jakob Heinreich südlich von Falaise in Frankreich gefangen genommen und von den Alliierten verhört wurde, erklärte er weiter, dass Peiper besonders bemüht ist, den Befehl auszuführen, Dörfer niederzubrennen.
Hanreich hatte zuvor bei der Leibstandarte gedient, war aber zur Zeit seiner Verhörung bei der SS-Division Hitlerjugend. Weitere Quellen unterstützen den Ruf der Brutalität der Leibstandarte SS Adolf Hitler. Die folgende Aussage, die der heimlichen Aufzeichnung von Gesprächen der Kriegsgefangenen durch die Alliierten entnommen wurde, beschreibt die Gräueltaten an der Ostfront. SS-Untersturmführer Kremer, gefangen an der Westfront während des Dienstes bei der SS-Division Hitlerjugend, berichtete Folgendes aus seiner Zeit bei der Leibstandarte SS Adolf Hitler. Ich habe es in der Sowjetunion bei Orel erlebt. Ein MG-42 wurde im Hauptschiff einer Kirche aufgestellt und die sowjetischen Männer, Frauen und Kinder wurden in die Kirche gebracht, ohne überhaupt zu wissen, was geschah. Dann wurden sie sofort mit dem MG-42 erschossen, mit Benzin übergossen und die ganze Kirche wurde in Brand gesteckt. Und dies war nur eins von zahlreichen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung an der Ostfront. Einige Soldaten der Leibstandarte SS Adolf Hitler nahmen an der sogenannten Fabrikaktion teil, einer Großaktion gegen Juden, das bedeutet eine Operation zur Gefangennahme der verbliebenen deutschen Juden, welche in der deutschen Rüstungsindustrie arbeiteten. Männer der Leibstandarte SS Adolf Hitler halfen der Gestapo, Juden in Berlin zusammenzutreiben. Am 27. und 28. Februar des Jahres 1943 wurden Menschen von ihren Arbeitsplätzen genommen und in Viehwagen gebracht. Die meisten Gefangenen kamen entweder nach Auschwitz oder in andere Konzentrationslager im Osten und wurden dort ermordet. Im Mai des Jahres 1943 verschickte Hans Frank 500 von Auschwitz-Häftlingen gesammelte Uhren an Soldaten der 3. SS-Panzerdivision Totenkopf. Während der Sicherheitsdienste in Italien ermordeten Soldaten der Leibstandarte SS Adolf Hitler 49 jüdische Flüchtlinge in der Nähe von Lago Maggiore, welche nach der deutschen Machtübernahme dorthin geflohen waren. Die Morde ereigneten sich zwischen dem 15. und 24. September des Jahres 1943. Einige Opfer waren an Füßen und Händen gefesselt und ertrunken. Während der Zeit in Italien wurde die Leibstandarte SS Adolf Hitler als vollständige Panzerdivision reformiert und in die 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte SS Adolf Hitler umbenannt. Am 25. Juli des Jahres 1944 gelang es US-Streitkräften unter General Omar Bradley im Rahmen der Operation Cobra der Durchbruch der deutschen Verteidigungslinien und der Einmarsch in die westfranzösische Britannien. Hitler verbot jeglichen Rückzug und befahl eine Gegenoffensive mit dem Codenamen Operation Lüttrichtes, bestehend aus dem 48. Panzerkorps, einem Teil der Leibstandarte SS Adolf Hitler, der 2. SS-Division Das Reich und der 116. Panzerdivision. Die stark reduzierten deutschen Divisionen wurden im Verlässkessel von US-amerikanischen, kanadischen und polnischen Streitkräften eingekreist. Einige Soldaten der Leibstandarte SS Adolf Hitler brachen am 22. August des Jahres 1944 aus dem Kessel aus und ließen all ihre Panzer und Artillerie zurück. Die Division hatte während des Feldzuges in Normandie um die 5000 Opfer. Während des Rückzugs aus Frankreich ermordeten Angehörige der Leibstandarte SS Adolf Hitler und der SS-Division Hitlerjugend 34 französische Zivilisten in den Städten Tavaux und Promion. Am 17. Dezember des Jahres 1944 um 14.30 Uhr traf Pipers Kampfgruppe auf halbem Weg zwischen der Stadt Malmedy und Longueville im heutigen Belgien auf ein Konvoi des 285. Feldartillerie-Beobachtungsbataillons der 7. US-Panzerdivision. Nach einem kurzen Kampf ergaben sich die Amerikaner. Zusammen mit den anderen zuvor gefangenen Amerikanern, insgesamt 227 Mann, wurden sie entwaffnet und auf ein Feld in der Nähe der Kreuzung geschickt, wo die Deutschen sie massenhaft mit Maschinengewehren und Pistolen erschossen. Von den 84 getöteten Männern wurden 41 durch einen Pistolenschuss in den Kopf aus nächster Nähe getötet und 6 weitere wurden getötet, in denen ihnen der Schädel eingeschlagen wurde. Nachdem sie mehrere Stunden lang den Tod vorgetäuscht hatten, während die Deutschen sich zwischen ihnen bewegten, konnte eine Gruppe von etwa 30 Männern entkommen.
Während der Ardennenoffensive nahmen Soldaten der Leibstadt der SS Adolf Hitler 11 afroamerikanische Soldaten des 333. Artilleriebataillons in der Stadt Verev gefangen. Anschließend wurden die Gefangenen erschossen und ihre sterblichen Überreste 2 Monate später von alliierten Truppen gefunden. Dabei wurden den Soldaten die Finger abgeschnitten und die Beine gebrochen. Das war es heute zur Geschichte der 1. SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.